Mr. Bluntly, ich trinke mal kurz einen Schluck. So. Ja, ich habe eben gesagt, ich sollte nicht mehr zocken, aber ich zocke trotzdem weiter. Ich hoffe, ich kann noch einen Win nach Hause fahren, aber dann muss ich auch wirklich los. Also, Heavy Armor haben wir. Elite will ich nicht. Heavy Armor, Aerial Speed. Dann nehme ich diesmal Heavy Armor. Gucken, was der Gegner hat. Tanks und er hat hier den Marksman Specialist. Was machen wir? Er wird wahrscheinlich noch Scharfschützen bauen, nehme ich mal an. Tja. Die sollen schon später reinkommen. Aber ich muss mir jetzt erstmal überlegen, was ich dagegen mache. Ich würde sagen, ich baue auch Scharfschützen. Und die müssen echt spät reinkommen hier. Frage ist, stellt er sich aggressiv auf, ne? Ich denke, es ist besser, wenn wir die so hinstellen. Ein höher. Oder? Ist jetzt schwierig für mich. Ja, ich lasse es mal so. Ich muss mir das mal merken. Also, wenn der sich jetzt hinten reinstellt und super defensiv spielt, dann kann es sein, dass in seinem Gebiet die zu weit vorrennen und dann halt einfach platt gemacht werden, ne? Tja, wir werden sehen. Okay, er steht aggressiv, das ist gut. Erster Schusswechsel und ah, schade, er lockt noch hier ein. Aber wir können ja weitermachen mit den Tanks und wir könnten theoretisch auch noch mit Raketen reinhauen. Das war natürlich super hier. Ich denke mal, wir verlieren das jetzt auf beiden Seiten. Aber Raketen wären hier natürlich eine Antwort. Speed up. Tja, mit Debuff und dem Spezialisten natürlich jetzt hier keine Chance. Aber gut, wie er will. Und da kommen direkt die Einheiten. Stormcaller. Wenn er den Phönix nimmt. Ah, okay, gegen Luft. Ich habe natürlich auch keinen Bock, jetzt hier fertig gemacht zu werden. Ich würde sagen, ich nehme den Stormcaller. Und der steht dann auch recht aggressiv. Der soll nur nicht weitergehen. Und das Gute ist, dass ich mir jetzt schon die Kosten gespart habe, einfach. Und mache hier einfach weiter und guck mal, wo die Reise hingeht. Er holt sich die hier. Ja, jetzt hab ich natürlich nur zwei Einheiten, die gegen Luft sind. Und ich hoffe, die locken hier ein. Deswegen habe ich die guten in die Mitte gestellt. Komm, ja. Noch eine bitte. Nein, hier einmal bitte. Schön. Und die Scharfschützen haben hoffentlich genug Zeit, um hier mal durchzuziehen. Das ist natürlich sehr eng, sehr knapp, würde ich sagen. Rechte Seite funktioniert, denke ich mal. Ein Schuss noch. Perfekt. Okay. Ist er lange genug beschäftigt, weil so viel HP hat er nicht mehr. Komm, schieß. Ach, wunderbar. Ja. Wie soll es jetzt hier weitergehen? Da kommt sie wieder, die Early Rocket. Die werden wir diesmal auch nehmen. Gar nicht schlecht. Ich denke, können wir ordentlich was wegsnacken hier.
Ein bisschen Glück auch ein paar Viecher. So, und was machen wir da jetzt? Das war natürlich jetzt ein Problem. Das war natürlich jetzt ein Problem. Und natürlich haben wir nicht so viel Kleinscheiß, ne? Der ist natürlich dann auch schnell weg. Aber wir brauchen auch irgendwas, was den dann weghaut. 650 Sekunden noch. Ja, no pressure. Scheiße. Also einfach mehr Scharfschützen. Ich meine, die waren ja da schon richtig, ne? Und dann, was machen wir dann? Was machen wir dann? Tja. Panzerung. Weiß ich nicht genau, was da zu tun ist. Ah, geht. So viel haben wir leider nicht getroffen. Zum Glück sitzen die Raketen gut genug für den Kleinkram. Gucken, ob die Scharfschützen das jetzt regeln hier. Er hat auch noch welche dazugeholt, ne? Oder sehe ich das falsch? Damage, Damage, Damage ist es. Oh, und er regeneriert sich. Ach, er hat dieses blöde Item da. Scheiße, das wird uns jetzt fertig machen. Tja, was ist es jetzt, ne? Was ist es jetzt? Und dieses Item ist natürlich auch nicht so geil. Also hier versuche ich auf jeden Fall mal eine Flank. So, uns fehlt der Clear. Und wir müssen jetzt irgendeine Antwort auf ihn haben. Wäre das cool? Fragte er noch so und holte einfach. Machen wir es mal so. Und lassen die linke Seite eher. Hier würde ich dann einfach eine Rakete holen. Die hier nochmal schön reinzimmert und vielleicht funktioniert. Oh, ah, die habe ich ganz vergessen. Waren die eben schon da? Nein, die waren nicht da. Oh Mann. Okay. Lauft, lauft. Auf gar keinen Fall. Achso, ja, zusätzlich welche aufgestellt. Aber sind das nicht mehr? Das sind bestimmt mehr, ne? Aber die kommen auch wieder zurück hier, die Wahnsinnigen. Okay, Merchef von der linken Seite. Und ich hoffe jetzt, dass der Clear ausreicht. Aber er hat ja welche hingestellt, zusätzliche. Das heißt, die Raketen müssen jetzt richtig sitzen, damit er hier einloggt. Bitte einloggen. Jetzt drehe ich um. Okay. Gut, sehr gut. Das hat funktioniert. Nur der Clear ist halt das Problem. Da müssen wir jetzt ansetzen. Eins, zwei, okay, ein Hacker. Tja. Und den können wir immer noch verkaufen. Die müssen auf jeden Fall ordentlich reinzimmern. Die könnten wir auch, aber erstmal gerne mehr Clear hier auf der linken Seite.
Ich hoffe, der reicht auch. Und dann einfach mirrorn hier. Nochmal die Rakete. Ja, die müssen halt reinhauen. Das geht nicht anders. Range. Verdächtig viele Marksmen. Und er holt die Wespen, Level 5. Frage ist, ob wir da überhaupt was entgegenzusetzen haben. Viel zu viel Scheiß. Und die kommen ja eh schon so lang. Guck mal, die kommen jetzt richtig ran, obwohl er hier steht. Und die Scharfschützen, die ballern sich jetzt hier dumm und dämlich. Ja, rechte Seite haben wir. Aber das bringt leider nicht viel. Und die Wespen haben jetzt die Runde geholt. Heftig. Also Kleinscheiß. Der aber auch gegen Anti-Air ist. Gegen Anti-Air. So, mal schauen. Okay, dann hole ich doch Haste und gehe auf die Mustangs. Gib ihm Range und auf jeden Fall. Mal gucken, dass wir die hier noch wegsnacken. Ja, ich hoffe, es geht so. So. Er kriegt ein Upgrade auf jeden Fall. Auf jeden Fall noch einer hiervon. Den setze ich hier mal lieber innen. Und that's it. Nee, ist es noch nicht. Wir leihen diesmal, weil es ist mir zu gefährlich. Crawler Production. Und auf der linken Seite die Rakete. Wenn wir die kriegen und die, ist das vielleicht klarer. Der Hacker geht über den Sack. Oh gut, wir kommen hier raus, ne? Ja, sehr gut. Wir kommen hier raus. Hat er dich getroffen? Scheiße. Und noch mehr Wespen. Wo sind die Dudes? Die bringen gar nichts. Wieso nicht? Oh no. Jesus, wie konnte das passieren? Ich habe auch gar nicht drauf geachtet. Tja. Tja. Wir machen hier einfach knallhart weiter. Ganzen Marksmen, ne? Aber ich bin gleich tot. Feuer ist wahrscheinlich auch egal bei denen. Na komm. Ich bin gespannt. Die sollen einfach nur alles wegsemmeln hier, ne? Auch den Kleinkram. Er regelt jetzt auch mit.
Und das sind halt die, ne? Die Level 3 Crawler. Die kommen immer bis hier vorne hin, richtig krass. Aber jetzt Schluss. Genau, hol die mal weg. Aber jetzt kommen die Scharfschützen. Und der Debuff auch noch. Oh Mann, oh Mann. Da brauchen wir eigentlich einen Flammenwerfer, aber ich glaube, wir haben es hinter uns. Ja. Ja, aber ins Bett würde ich sagen. Der Engineer schaltet sich für heute aus, Freunde. Mr. Bloodley, GG.